Hallo lieber Rasenfreaks, da bin ich wieder mit einer neuen Ausgabe meiner Videoreihe Ein Rasenfreak will's wissen. Heute geht es um Nährstoffe und um Düngerformen. Und deswegen habe ich mal hier ganz verschiedene Düngerproben auf den Tisch gestellt. Also von Grasshopper, von Compo, von ICL. Also die verschiedensten Dünger hier und es gibt noch viel, viel, viel mehr Dünger auf dem Markt. Es ist eine unüberschaubare Anzahl an Düngern, die man im Netz findet, die man kaufen kann. Und ich möchte euch heute in diesem Video mal so die wesentlichen Basics rüberbringen, wenn ich es schaffe, zum Thema Dünger und vor allem zum Thema Stickstoffformen. Denn ich möchte, dass ihr, wenn ihr so einen Dünger kauft, ein kleines Stückchen beurteilen könnt, ob das ein guter, ob das ein hochwertiger oder ob das eben wirklich einfacher Dünger ist, ob es ein schnell wirkender Dünger ist oder ob es ein Langzeitdünger ist. Und das versuche ich in dem Video heute rüberzubringen, wieder in Form einer Präsentation. Und deswegen schalten wir wieder um und dann kann ich mich auch wieder hochstellen. Und dann ja, geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Yeah! Und ja, wie gesagt, Nährstoffe und Düngerarten. Ich hätte auch besser schreiben können, Düngerformen. Ja, gehen wir noch mal ganz kurz auf die Nährstoffe ein. Ich habe ja schon im letzten Video, hier in dem Video, habe ich ja schon mal das Thema Nährstoffe kurz angesprochen, wie die Nährstoffe in die Pflanze reinkommen und was grundsätzlich für die Pflanzenernährung notwendig ist. Ich wiederhole jetzt also noch mal ganz schnell die Nährstoffe, die wir benötigen, damit die Pflanze, jede Pflanze, es geht nicht nur um Rasen, es geht um jede Pflanze, damit die Pflanze gut wachsen kann. Das ist nämlich der Stickstoff, der Phosphor und das Kalium. Das sind die sogenannten Hauptnährstoffe. Und dann gibt es die Sekundärnährstoffe, das Magnesium allen voran, was das ja das Zentralelement im Chlorophyll ist, Schwefel und Calcium. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Spurennährstoffe, angefangen bei Bor, Chlor, Mangan, Eisen, Nickel, Kupfer, Zink, ich habe es letztes Mal falsch gesagt im Video, nicht Zinn, sondern Zink und Molybden. Das sind die 14 essentiellen Nährstoffe für gesunde und kräftige Pflanzen. Diese Nährstoffe müssen verfügbar sein im Boden, damit die Wurzeln diese Pflanzen, damit die Wurzeln diese Nährstoffe aufnehmen können. Und ja, und da gibt es noch ein ganz wichtiges Prinzip, habe ich letztes Mal auch schon kurz erwähnt, das Minimumgesetz nach Justus von Liebig. Dieser sogenannte Minimumfaktor sagt ganz einfach aus, wenn eins dieser 14 essentiellen Nährstoffe nicht ausreichend im Boden vorhanden ist, dann bestimmt dieser Nährstoff tatsächlich das Wachstum der Pflanze. Okay, schauen wir uns die wichtigsten Nährstoffe noch mal ein bisschen genauer an, nämlich die Makronährstoffe, vor allen Dingen NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kalium. Stickstoff ist das entscheidende Bauelement für Wachstum und Entwicklung einer Pflanze. Ohne Stickstoff geht tatsächlich gar nichts. Das ist der wichtigste Nährstoff überhaupt. Und natürlich hat deswegen auch dieser Nährstoff eine ganze Reihe ganz positiver Wirkungen, wenn er in der richtigen Dosierung im Boden verfügbar ist bzw. gedüngt wird. Ja, also er sorgt für die Blattbildung, er sorgt für die Bestockung, Regenerationswachstum, ne? Wenn die Pflanze abgeschnitten wird, muss sie sich regenerieren, Chlorophyllbildung um das Magnesium herum hängen, vier Stickstoff. Elemente. Er ist wichtig für die Eiweißbildung und ein wichtiger Baustein für die sogenannten Phytohormone. Ja, was sind Phytohormone? Phytohormone, ich habe es auch nur bei Wikipedia gegoogelt, sind biochemisch wirkende pflanzeneigene organische Verbindungen, die als Signalmoleküle Wachstum und Entwicklung der Pflanze regulieren. Also jetzt habt ihr mal gelernt, was Phytohormone sind. Also irgendwelche Moleküle, die eben dieses Wachstum in der Pflanze regulieren. Ja, dann natürlich auch für die Farbausprägung, also tatsächlich durch
viel Stickstoff kann man auch eine relativ dunkle Färbung erreichen, dunkelgrüne Grasfärbung erreichen. Also Stickstoff ist für das Gesamtbild, den sogenannten Gesamtaspekt einer schönen Rasenfläche, absolut verantwortlich. Aber interessanterweise gibt es gerade beim Stickstoff auch eine ganze Reihe von negativen Wirkungen. Wenn man vor allen Dingen zu viel Stickstoff, auch über das ganze Jahr wirklich zu viel Stickstoff düngt, dann hat man immer dieses Stoßwachstum oder dieses Massenwachstum. Das ist das, was wir tatsächlich eigentlich nicht mehr wollen. Dann wächst das Gras wie verrückt, dann muss man ständig mähen. Dann hat man zu viel gedüngt und das ist eigentlich nicht förderlich, denn dann zieht sich das Wurzelsystem zurück. Das Blatt wird schwammig, also das Blatt selber kriegt so eine instabile, schwammige, so einen instabilen, schwammigen Zustand, wie soll ich das sagen? Die Trockenheitsanfälligkeit nimmt zu, die Krankheitsanfälligkeit nimmt zu, die Anfälligkeit bei Hitze und bei Kälte nimmt zu. Also tatsächlich ist Stickstoff in einem Übermaß für die Pflanze auch durchaus schädlich. Und natürlich, wenn man immer viel Stickstoff düngt, dann dominieren in diesem Fall die Gräserarten, die den Stickstoff lieben. Also allen voran die Poa-Anua, aber auch andere Gräser, die wirklich viel Stickstoff brauchen, die wachsen natürlich dann besonders gut und die anderen ziehen sich vielleicht zurück. Ja, das ist der Stickstoff. Gucken wir mal auf Phosphor und Kalium, das ist nicht ganz so ausführlich. Ja, Phosphor ist vor allen Dingen für das Wurzelwachstum wichtig, ist Bestand vieler Enzyme und Eiweiße in der Pflanze, steuert also auch den Wachstumsprozess und reguliert so ein bisschen den Energiehaushalt. Nur so ein paar Schlagworte, die ihr das jetzt mal gehört habt, also Phosphor, Wurzelwachstum tatsächlich, wenn man also eine Rasenfläche neu anlegt, dann sollte man durchaus phosphorbetont das erste Mal düngen. Kalium ist eigentlich das Element, was ja die Pflanze stressresistent macht. Es reguliert darüber hinaus den Wasserhaushalt. Das ist auch gerade im Sommer bei Trockenheit sehr wichtig. Steuert die Stoffwechsel, festigt das Gewebe, macht also die Gräser hart und stabil. Erhöht, wie gesagt, die Widerstandsfähigkeit und verbessert noch die Reservestoffeinlagerungen. Also sorgt dafür, dass die Pflanze in Stresssituationen immer noch Reserven hat und robust bleibt. Ich drücke es mal so aus. Ja, das sind die drei wichtigsten Nährstoffe, die auf jedem Dünger stehen, NPK. Und darüber hinaus gibt es noch viele weitere wichtige Nährstoffe, wie das Eisen, das auch sehr für die Färbung des Blattes zuständig ist. Magnesium, habe ich schon gesagt, für das Chlorophyll und so weiter. Dann gibt es eine sehr schöne, sehr kurze und knappe Übersicht vom Industrieverband Agrar. Deswegen will ich jetzt hier nicht jeden Nährstoff im Detail durchgehen. Ich persönlich sage auch, das ist gar nicht so wichtig, also jetzt genau zu wissen, welcher Nährstoff für was zuständig ist. Wichtig ist nur, dass eben auch von den Mikronährstoffen genügend im Boden vorhanden sein muss. Und wenn man ein bisschen genauer wissen will, was die einzelnen Nährstoffe bewirken, dann kann man da mal reingucken. Wenn man natürlich ein Problem hat mit seiner Pflanze und nicht weiß warum, dann kann es tatsächlich auch an einer Mangelerscheinung liegen, also dass irgendein Element nicht ausreichend im Boden vorhanden ist. Ja, einen Link gibt es dazu in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und jetzt kommen wir eigentlich zum viel Wichtigeren, denn ich habe ja am Anfang hier diese ganzen Dünger gezeigt und da ja nun Stickstoff der wichtigste Nährstoff überhaupt ist, gehen wir jetzt noch mal ein bisschen auf die verschiedenen Stickstoffformen ein, denn das ist tatsächlich hochinteressant. Erstmal grundsätzlich, Pflanzen, also auch Gräser, können nur Nitrat und Ammonium direkt aufnehmen. Alles andere, also alle anderen Stickstoffformen können sie nicht aufnehmen, sondern immer muss entweder Nitrat oder Ammonium im Boden vorhanden sein oder erst von zum Beispiel den Mikroorganismen umgesetzt werden. Ja, Ammonium, das wird durch die sogenannten Bodenaustauscher, das sind zum Beispiel die Huminstoffe oder die Turminerale, habe ich auch schon mal erwähnt. Das Ammonium wird festgehalten von den Bodenaustauschern, von dem, sage ich mal, kleinen Krümelchen im Boden, weil das Ammonium positiv geladen ist. Das ist ein Kation, ein positiv geladenes Ion. Gegenüber das
Nitrat ist ein negativ geladenes Teilchen und dadurch, dass es negativ geladen ist, wird es im Boden nicht festgehalten, sondern ist, wie man so schön sagt, mobil. Also das Nitrat kann durch den Boden durchwandern und wird eben dann auch durch Wasser ganz leicht ausgewaschen. Und das ist genau das Thema. Nitrat, Nitratauswaschung ist ein Problem in der Landwirtschaft, kann auch ein Problem bei unseren privaten Rasenflächen werden, weil es eben ausgewaschen wird und nicht festgehalten werden kann durch zum Beispiel Huminstoffe und Tonminerale. Aber jetzt kommt das Problem. Das Ammonium wird umgewandelt, und zwar sehr schnell umgewandelt, in Nitrat. Das ist die sogenannte Nitrifikation. Also Ammonium bleibt nicht in dieser positiven Form bestehen, sondern wandelt sich in Nitrat um durch Bakterien im Boden und durch Mikroorganismen, nämlich durch die sogenannten Nitrosomonas und Nitrobacter. Das sind also Mikroorganismen im Boden, die ganz schnell das Ammonium in Nitrat umwandeln und dann kann es nicht mehr festgehalten werden. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt schauen wir uns tatsächlich die Formel mal ganz genau an. Also es gibt erstmal grundsätzlich, was wir gerade schon gehört haben, die mineralischen löslichen Stickstoffe, nämlich das Nitrat. Das ist direkt pflanzenverfügbar, wirkt also sofort, ganz wichtig, also Nitrat, NO3, wirkt sofort, wenn man es auf die Fläche streut. Das Ammonium, das wirkt auch sofort, ist also auch direkt pflanzenverfügbar. Und es gibt noch einen dritten Stoff, nämlich den Harnstoff, habe ich noch nicht erwähnt. Der Harnstoff, der nennt sich auch Carbamid-Stickstoff oder Urea. Urea kennt ihr vielleicht hier von den Dieselmotoren. AdBlue, das ist auch Urea, das ist auch Harnstoff. Sprüht es doch bitte nicht auf die Fläche, das könnte schief gehen. Urea, also Harnstoff, wird tatsächlich auch innerhalb von kürzester Zeit durch Enzyme, durch das sogenannte Enzym Urease, das sind Begriffe, in Ammonium und Nitrat umgewandelt. Also das ist aber die dritte Form, die man also auch tatsächlich als Dünger, als sofort verfügbaren Dünger auf die Fläche geben kann. Ja, Problem, wenn man halt direkt lösliche, direkt verfügbare Stickstoffe düngt, dann besteht Verbrennungsgefahr, denn es kann sehr schnell zu einer Bedüngung kommen. Deswegen empfiehlt also hier die Fachwelt, dass man maximal 4 Gramm N, also 4 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Düngung ausbringen sollte und mehr eben nicht. Ja, dann gibt es einen mineralisch stabilisierten Stickstoff, nämlich das Ammonium, was ja, wir gerade gehört haben, durch die Nitrifikation sehr schnell umgewandelt wird in Nitrat. Dieser Umwandlungsprozess, der kann blockiert werden. Das hat vor vielen Jahren mal irgendein kluger Mensch erfunden oder erkannt, dass man diese Bakterien, die kann man blockieren. Also kann man den kleinen Monstern sagen, liebe Bakterien, jetzt hört mal auf, hier das Ammonium in Nitrat umzuwandeln. Ja, weil ja dann wird es nicht mehr festgehalten vom Boden, dann wird es ausgewaschen. Und da gibt es also von verschiedenen Firmen Patente, Novatec oder Entec, damit ihr es mal gehört habt, das sind sogenannte Nitrifikationshemmer, also Stoffe, die tatsächlich die Nitrosomonas, kleinen niedlichen Nitrosomonas-Bakterien daran hindern, dass Ammonium in Nitrat umgewandelt wird. Ja, hier habe ich irgendwo, warte mal, ich habe doch irgendwo einen hier, warte mal, wo ist denn hier nicht immer dabei? Novatec von Combo. Ich mache jetzt Werbung für Combo. Ich habe keinen Vertrag mit Combo. Also Novatec, da ist zum Beispiel ein Nitrifikationshemmer drin. Gut. Ja, wie gesagt, verzögerte Auswaschung. Ne? Das passiert dann auch schon irgendwann. Das ist also nicht dauerhaft. Aber man kann dadurch sehr schön diese Umwandlung in Nitrat verzögern. Ja, jetzt das zweite große Feld der organischen Dünger, der natürlich organischen Dünger, das heißt aus Pflanzen oder aus tierischen Produkten hergestellte Dünger. Also einmal pflanzliche organische Stoffe werden verwendet, also wie zum Beispiel Traubenreste oder Algen oder Hülsenfrüchte oder was auch immer da an pflanzlichen Stoffen in den Düngern drin ist,
Rasenschnitt ist ja auch ein pflanzlicher organischer Dünger. Den müssen nur die Mikroorganismen irgendwie zersetzen können. Und dann gibt es natürlich auch die tierischen organischen Stoffe. Da also allen voran Hornspäne, Hornmehl, Knochenmehl, Federmehl. Alles, was man also von den Tierresten so für den Dünger verarbeiten kann, ist dann in so einem organischen Dünger drin. Muss man sich überlegen, was man persönlich mag oder gut findet. Viele finden ja da die pflanzlichen organischen Dünger einfach sehr viel schöner, so vom Bauchgefühl, glaube ich. Darüber hinaus muss man aber wissen, dass diese organischen Dünger in ihrer Wirkung nicht wirklich vorhersagbar sind. Also Dauer und Intensität der Stickstofffreigabe, das kann nicht genau vorhergesagt werden, weil da müssen viele Faktoren zusammenpassen. Einmal muss das sogenannte Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis im Boden passen, das sogenannte CN-Verhältnis. Das sollte übrigens 20:1 sein oder unter 20:1. Das kann man messen lassen, zum Beispiel durch eine Bodenanalyse. Dann weiß man das. Das sollte idealerweise so bei 12 bis 15 liegen. Das ist schon nicht schlecht. Dann muss natürlich der Sauerstoffgehalt im Boden passen. Also Stichwort wieder Luft im Boden. Damit die Mikroorganismen gut arbeiten können, die brauchen Sauerstoff im Boden. Der pH-Wert muss passen. Der sollte so im neutralen Bereich sein. Und die Bodentemperatur, die muss mindestens 8 Grad betragen, besser noch 10 Grad, damit die Mikroorganismen sich so richtig wohlfühlen und dann so richtig am Arbeiten sind und diese Stoffe zu pflanzenverfügbaren Stickstoffformen umwandeln, nämlich zu Ammonium und Nitrat. Ja, es ist, ich habe es ja schon mal in meinem Video hier erklärt, was das grob heißt. Es ist also eine Mineralisierung der Stoffe durch Mikroorganismen im Boden notwendig oder erforderlich. Ja, kommen wir jetzt zu den synthetisch-organischen Stickstoffen. Die sind schon so ein bisschen komplexer, aber auch sehr viel interessanter als die schnell verfügbaren Stickstoffe, denn die müssen ja, weil sie so schnell aufgenommen werden von den Pflanzen, die müssen ja auch dann sehr, sehr oft gedüngt werden. Und das will man natürlich nicht, wenn man ja faul ist, sondern man möchte Stickstoffformen haben, die lange brauchen, bis sie im Boden abgebaut sind oder auch eben lange wirken. Und allen voran gibt es da ein sogenanntes Harnstoffkondensat. Das ist ein Produkt aus Harnstoff, also aus Urea und Formaldehyd zum Beispiel. Gibt es auch noch andere Verbindungen. Und durch diese chemische Verbindung entstehen lange Molekülketten. Und diese Molekülkettenlängen, die bestimmen dann die Dauer der Umsetzung im Boden. Die heißen also Methylenurea oder Ureaform. Die haben also da verschiedene Bezeichnungen nach dem Düngemittelrecht. Und in diesen Kondensaten ist tatsächlich ein sehr hoher Stickstoffgehalt drin. Ja, wie gesagt, die Kettenlänge bestimmt die Freisetzungszeit. Und das wird bestimmt, wenn ihr das mal gehört habt, durch die Wasserlöslichkeit. Also in kaltem oder in warmem Wasser werden halt diese Kondensate gelöst. Und dann kann man daran erkennen, wie schnell die dann im Boden umsetzbar sind. Die Aufspaltung dieser Harnstoffkondensate erfolgt auch durch Mikroorganismen. Also da braucht man dann auch schon ein vernünftiges Bodenleben, damit diese Kondensate auch wirklich zu pflanzenverfügbarem Stickstoff umgesetzt werden. Darüber hinaus gibt es noch zwei andere Formen, ich blende mal gleich beide ein, Isobutyliden, IBDU abgekürzt, wahrscheinlich deswegen, und CDU abgekürzt, das sind also auch Harnstoffkondensate, die ein bisschen unterschiedlich lösbar sind. Einmal hier der IBDU kann durch Wasser am Boden gut gelöst werden, also nicht durch Mikroorganismen, sondern der tatsächlich durch Wasser. Und das hängt also eben von der Feuchtigkeit im Boden ab, wie schnell dann hier der Stickstoff zur Verfügung steht, der Pflanze. Und der andere, der CDU, der wird durch eine Kombination aus Hydrolyse, also Wasserlöslichkeit, und der mikrobiellen Aktivität, also der Aktivität der Mikroorganismen, wird der umgesetzt. Ja, damit ihr das mal gehört habt. Aber tatsächlich sind das die interessantesten
Langzeitdünger oder Stickstoffformen für Dünger, weil die tatsächlich ja sehr gut einstellbar sind, aber auch von der Herstellung sehr teuer sind. Kommen wir zu der letzten Stickstoffform, die es grundsätzlich gibt, nämlich umhüllte Stickstoffe, sogenannte Depotdünger oder auch Langzeitdünger. Da gibt es drei Formen, die man so kennt. Einmal polymerumhüllte Dünger, also die haben wirklich eine Kunststoffhülle um ihre Nährstoffe herum. Dann schwefelumhüllte Dünger, das sind aber nur Harnstoffe, also da wird nur der Harnstoff schwefelumhüllt. Und dann gibt es auch noch harzumhüllte Dünger. Ja, bei diesen Düngern hat man dann die Möglichkeit, nicht nur einen Nährstoff, sondern mehrere Nährstoffe in dieser Hülle zu halten. Also nicht beim Schwefel, aber in anderen beiden. Und da kann man also eben auch die anderen Nährstoffe über einen langen Zeitraum an den Boden abgeben. Das hat natürlich auch wieder als Vor- und Nachteile. Diese schwefelumhüllten Stickstoffe, die haben einfach eben Schwefel als Trägermaterial. Und da wird der Nährstoff durch ein Aufreißen, durch kleine Risse in dieser Schwefelhülle freigesetzt. Die Polymerhülle, na, reines Chemieprodukt, diese Polymerhüllen, die sind natürlich sehr, sehr gut einstellbar. Da kann man sehr, sehr gezielt über einen langen Zeitraum den Dünger freisetzen. Und dementsprechend auch kann man da auch deutlich höhere Stickstoffgaben pro Quadratmeter auf eine Fläche streuen. Und das heißt übersetzt, man kann eben den Zeitraum strecken, wo Stickstoff an den Boden, an die Pflanzen abgegeben wird. Jetzt zeige ich euch nochmal hier Kompo-Bild, also habe ich einfach von Kompo aus dem Internet genommen, wie so grundsätzlich eben so eine polymerumhüllte Düngerkugel arbeitet. Da sind also die verschiedenen Dünger drin, die verschiedenen Nährstoffe drin und das ist halt eben so eine, so eine löchrige Hülle, da dringt das Wasser ein und das Wasser löst dann die Nährstoffe aus der Kugel heraus und gibt sie dann gleichmäßig über diese feinen Poren an den Boden ab. Ja, ganz einfaches Schaubild. Und das Tolle ist eben, hier kann man nicht nur Stickstoff strecken, sondern auch alle anderen Nährstoffe, die man halt in dieser Kugel dann, einschließen kann. Wo haben wir denn hier so einen schönen, wo ist denn hier mein, na hier, genau, Basatop Sport zum Beispiel. Basatop Sport. Ja. In diesen Kügelchen ist der Dünger drin. Und am Ende, wenn der Dünger ausgewaschen ist, bleibt das Kügelchen im Boden noch lange erhalten. Die Hersteller sagen, dass sich diese Polymerhülle auch im Laufe der Zeit abbaut oder dass sie zersetzt wird. Ja, ob das immer so stimmt, kann ich nicht bestätigen. Also ich finde ja auch in meinen Rasenflächen noch sehr viele Kunststoffkügelchen, weil ich früher genau solche Dünger verwendet habe. Von daher finde ich persönlich, das ist eine ganz persönliche Meinung, finde ich persönlich diese Kondensat-Langzeitdünger, diese Harnstoffkondensate deutlich interessanter. Ja, zwei Beispiele. Jetzt haben wir ja die verschiedenen Stickstoffformen mal so kennengelernt und ich kann auch jetzt wirklich einen anderen Dünger nehmen, aber ich habe hier mal einfach mal die Kompo-Produkte rausgesucht. Da gehen wir mal jetzt auf die Homepage. Ich hoffe, es funktioniert. Gehen wir mal auf die Homepage und gucken uns einfach mal hier so eine Stickstoffbeschreibung an. Also der Kompo-Dünger hat hier 19% Gesamtstickstoff und hat von diesen 19% 2,5% Nitratstickstoff, 8% Ammoniumstickstoff. Also 2,5% Nitrat, 8% Ammonium. Das heißt 10,5% sofort verfügbaren Stickstoff. Und dann hat er tatsächlich diese Kondensat-Harnstoffe, Isobutylenidel und Krototylidenidel. Das sind tatsächlich zwei Harnstoffkondensate, die tatsächlich dann schon zum Langzeitdünger gehören. Das heißt, hier 8,5% Langzeitstickstoffformen in diesem Dünger drin. Noch mal ein zweites Beispiel, der Basatop Fair.
Der hat eben tatsächlich umhüllten Dünger in dieser Kunststoffhülle. Und da schreibt er hier oben, er hat eben 56% des Düngers ist umhüllt, also ist in einer Polymerhülle umhüllt. Und das heißt, hier von den 25% ist ungefähr die Hälfte tatsächlich in diesen Polymerhüllen drin und der Rest ist so verfügbar. Und hier haben wir dann auch genau die Formen, die jetzt in diesen Hüllen drin ist, nämlich Nitrat wieder, Ammonium und Carbamidstickstoff. Ne, wenn es jetzt nicht erklärt hätte, das ist Urea, das ist Harnstoff, der dann zu 14% in diesem Dünger drin ist. Ja, und so kann man dann sich vielleicht nach meinem Video ein bisschen besser in diesen Düngern zurechtfinden. Das war so die Idee meiner kleinen Präsentation. Ich bin damit am Ende. Wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, nochmal hier der Hinweis auf die Literatur von dem Industrieverband Agrar. Ein sehr schönes Dokument. Und damit bin ich fertig. Es war ein langes Video. Ich hoffe, ihr seid nicht irgendwann eingeschlafen oder habt aufgegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat ein bisschen zur Klarheit beigetragen, was sich so hinter den ganzen Begrifflichkeiten verbirgt auf den Düngersäcken, was es für Stickstoffformen gibt und welche Nährstoffe grundsätzlich wichtig sind. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Tschüss.